Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier aus Interlaken. Sie kennen Interlaken, der Hotspot der Jungfrau-Region. Von hier aus strömen Millionen, könnte man fast sagen, Millionen von Touristen aufs Jungfraujoch, in die Eigerregion nach Grindelwald oder auf Schildhorn. Hier in Interlaken ist heute ein neues Hotel eröffnet worden. Es ist ein Angel by Dorint. Dorint, haben Sie sicher schon gehört, ist eine sehr bekannte, renommierte Hotelmarke, im Dachraum sehr präsent, auch in der Schweiz. Mein Gast heute ist Rob Preußens. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, wunderbar. Rob, herzlich willkommen hier in Interlaken. Wir sitzen hier in einem Sitzungszimmer dieses neuen Essential von Dorint. Richtig, das wird ja heute eröffnet. Richtig. Warum ja. Interlaken? Interlaken, also wir führen seit über 40 Jahren schon ein Dorint-Produkt in Jartenberg hier im Berner Oberland. Damit ist uns natürlich die Region wunderbar bekannt und auch das Potenzial von dieser Region bekannt. Und mit unserer Lifestyle-Marke Essential by Dorint haben wir die Möglichkeit gehabt, ein frisches Produkt in Interlaken bringen zu können und damit am Markt zu gehen. Und das Potenzial wissen wir zu schätzen, was in Interlaken an Reisenden kommt. Was ich ja gerade selber gesagt, wie viele Millionen auf dem Jungfraujoch gehen. Und das ist der Grund, wieso wir diesen Standort mit aufgenommen haben im Portfolio. Es heißt Essential by Dorint. Essential was steckt hinter dieser Marke? Du hast vorhin von Lifestyle gesprochen. Ja. Lifestyle, Lebensstil, was auch immer. Ja. Was heißt das? Ein modernes Produkt, was auch etwas jüngere Leute anzieht. Mhm. Und Essential, wie der Name schon sagt, beschränken wir uns auf die Essentials. Also das sind gutes Schlafen, das ist ein sehr, sehr gutes Frühstück, um den Tag anzufangen. Wir nennen das den Sonntagsfrühstück jeden Tag. Gute WLAN-Ausleuchtung und schnelles Internet, was heutzutage gerade bei jungen Leuten und Geschäftsreisenden, die unterwegs sind, sehr, sehr wichtig ist. Und nicht zu vergessen unsere Hotelhelden. Also unsere Mitarbeiter sind bei uns die Hotelhelden. Mhm. Wir haben dann Unternehmenskultur, die wir sehr stark leben. Und damit dann auch den Full Service, weil wir sind zwar ein 3-Sterne-Produkt mit dem Essential, mit der Essential-Marke, aber liefern trotzdem einen Full. Wo seid ihr so preislich? ADR und so, wo bewegt sich die hier in diesem Hause? Also hier im Hause sind wir, wir wissen jetzt die Tiefsaison noch nicht genau, weil wir haben jetzt gerade erst angefangen und die Hochsaison steht vor der Tür, aber wir verkaufen im Moment zwischen 300 und 500 Franken die Nacht. 3500? Ja, wir haben auch noch 21 Apartments. Und das ist 2- bis 3-Sterne-Produkt? 3 Sterne Superior. Ist das nicht sehr hoch? Ja, also der Markt ist... Ist der Markt so? Der Markt ist so hier in Interlaken und wir haben noch 21 Apartments, die wir ab 3 Nächte vermieten und die sind natürlich top ausgerüstet und dementsprechend treiben die unsere Rate. Wenn wir über Zielgruppen und Segmente sprechen wollen, das ist natürlich klar, Interlaken ist international bekannt. Im Sommer haben wir viele arabische Gäste hier aus dem Middle East, dann haben wir aber ganz, ganz, ganz viele Asiaten, wie man so schön sagt. Also japanische Leute, Südostasien, Korea, irgendwann dann wieder ein paar Chinesen. Ja. Wie ist das? Was sind da für Leute in diesem Hotel? Wen peilt ihr da an, muss man vielleicht sagen? Also wir konzentrieren uns erstens mal auf den Individualgast. Also das Gruppengeschäft ist natürlich sehr prominent anwesend in Interlaken. Ja. Das ist nicht die Richtung, die wir gehen wollen. Auch in unserer Philosophie von Full Service zielen wir da eher auf den Individualgast. Märkte international, die hast du angesprochen, die sind vorhanden, die buchen natürlich uns auch, entweder direkt über die bekannte OTAs, die es so gibt. Aber Interlaken ist natürlich mehr als von Juni bis Ende September. Mhm. Wir haben auch Jahreszeiten, wo die Gäste nicht da sind. Und wir haben durch unsere eigene Sales-Struktur, die wir in der Schweiz haben, auch dort schon Kundschaft im Business Individual. Mais. Genau. Ja, meist nicht so, weil wir ja nur einen kleinen Tagungsraum hier haben. Aber das ist dieser Raum hier? Das ist dieser Raum, ja. Ja gut, aber was haben 10 Leute? 10 Plätze, ja. 10 Plätze. Und sonst haben wir nichts, also keine großen Probleme? Nein, hier nicht. Ah, nein, am Essential nicht. Wie gesagt, wir beschränken uns auf das Essentielle. Okay. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Also das heißt, die schwachen Zeiten, wie wollt ihr die überleben? Ja, das ist die gute Frage. Ja. Interlaken hat so etwas wie eine Nebensaison, kann man ja sagen. Richtig, ja. Wo die Touristen eben nicht so kommen. Genau, also die Tourismusorganisation Interlaken ist sich davon natürlich auch sehr bewusst, diese Jahreszeiten besser bespielen zu können. Im Winter redet man hier gerne auch von Winterlaken, wo sie probieren, auch viel mehr Schweizer Gäste natürlich nach Interlaken zu bringen. Wir merken das gut an dem Wochenende. Unser Haus im Jartenberg, was wir führen, ist am Wochenende eigentlich immer ausgebucht, auch in den Low-Season-Zeiten. Und dann sind es vor allem
Schweizer Hotelgäste. Und wir können uns hier sehr, sehr gut vorstellen, aufgrund der sehr, sehr guten Anbindung mittlerweile in den Skigebieten mit der V-Bahn im Grindelwald am Terminal, dass man sehr, sehr schnell von Interlaken auch in den Skigebieten ist. Ach so. Und vielleicht dann die Hotels, die in Grindelwald, Wengen, Mühren doch schwer überfüllt sind, wahrscheinlich in gewisse Jahreszeiten, wir da ein bisschen abfangen können. Also das ist die Strategie. Ja. Ihr habt jetzt in der Schweiz, hast du gesagt, 5 Häuser. Genau. 5 Torrent-Hotels, kann man sagen. Also 2 Essential, eins in Basel, Basel City und das hier in Interlaken und ein Dorint-Hotel am Flughafen Zürich. Richtig. Ein Dorint-Hotel in Beatenberg, wo es ein Ferienresort ist. Und jetzt gerade neu, seit 1. Februar, haben wir das renommierte Parkhotel in Bad Zurzach übernommen, was wir dann auch hier in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden mit Renovierungen etc. So wie die meisten großen Hotelketten oder auch nicht nur die großen, auch kleinere, ihr seid auch auf Expansionskurs, kann man sagen, auf Wachstumskurs. Ihr wollt auch in der Schweiz weitere Häuser eröffnen. Gibt es da genaue Pläne? Man redet ja immer von dieser Pipeline, wo dann diese Häuser drin sind, die dann irgendwann eröffnet werden. Ja. Accor hat eine Pipeline mit Hunderten von Produkten drin, x verschiedene Marken, man sagt, Accor eröffnet jeden Tag fast ein Hotel. Ja. Wie ist das bei euch? Also die Pipeline von uns ist nicht so wie von der Accor, aber wir sind sehr stolz, dass wir in Locarno Riazino, also in der Nähe von Tenero, ein Dorint-Produkt eröffnen können am 1. August. Also das Datum steht jetzt und wir sind voll in der Planung jetzt und auch unser Revenue-Team, die Systeme aufzusetzen und das Pricing vorzubereiten, damit wir dann... Was ist das Ziel? Sagen wir in 5 oder in 10 Jahren, wie viele Dorint-Produkte oder Hotels, was auch immer, gibt es in der Schweiz? Hans, ein Ziel in Zahlen will ich da gar nicht geben. Wir gucken uns sehr, sehr viele Standorte an, aber wir wollen eine kontrollierte Expansion haben. Es bringt nichts, 10 Hotels zu öffnen in einem Jahr, weil wir das gar nicht handeln können mit unserem Team. Die Standorte, die wir angeboten bekommen, die prüfen wir. Und wenn wir denken, ja, das passt, und die Chemie passt mit dem Bauherren zum Beispiel oder mit dem Vermittler, dann schauen wir uns das sehr, sehr gerne an. Und unsere Leserschaft oder Nutzerschaft, muss man ja heute sagen, sind ja nicht mehr Leser im klassischen Sinne, man liest ja nicht mehr eine Zeitung, sondern hat das auch. Die schauen uns jetzt im Video an. Da hat es Investoren darunter. Investoren, kennen Sie zum Teil persönlich, ich weiß, dass die zuschauen. Ja. Die fragen sich natürlich, ja, was spricht denn eigentlich für Dorint? Was würdest du mir sagen, wenn ich Investor bin, warum soll ich mich für Dorint entscheiden und nicht für irgendeine Accor, Marriott oder Hilton Marke? Ja, also die Frage kriege ich natürlich öfters. Ja. Also meine Antwort ist immer, wir sind keine standardisierte Hotelkette. Wir haben unsere Standards, das ist ganz klar, aber unser Produkt passen wir immer an den jeweiligen Standort an. Unser Produkt, wo wir uns jetzt befinden, ist ein komplett anderes als unser Essential in Junkersdorf, Köln zum Beispiel. Weil die Bedürfnisse anders sind von dem Standort. Ja. Aber was ist denn genau anders? Der Service oder die Zimmer, das Design oder was kann man da sagen? Genau. Also wir passen uns richtig an den Standort an. Wir werden nachher sicherlich auch noch mal kurz eine Ausführung machen. Da wirst du es auch sehen, dass wir Elemente aus dem Berner Oberland mit in unser Produkt reinnehmen. Wenn Sie ein Ibis machen wollen, was übrigens eine sehr interessante Marke ist, kriegt der Bauherr kriegt einen Plan, einen Katalog, ein BQS, einen Bauqualitätsstandard und die legen es hin und sagen, bauen Sie es so. Und wenn Sie es fertig haben, dann schauen wir weiter. Das machen wir nicht. Wir begleiten einen Bauherrn von Null bis zur Öffnung. Dieses Haus haben wir zum Beispiel auch komplett von unserer Seite her begleitet. Wobei, wenn ich jetzt ein bisschen kritisch bin, muss ich gerne gestatten, dass ich das, dann sagen alle, wir setzen jetzt vermehrt auf Individualität. Man sagt sogar, das sei ein Trend, ist nicht abzuweisen. Also es ist schon so. Und alle sagen, wir gehen ein bisschen weg von dieser Standardisierung, die ja aus dieser sogenannten Ketten- oder Markenhotellerie kommt, auch Accor übrigens. Es gibt ja jetzt 3 Ibis-Produkte. Genau. Ibis Style als Beispiel. Ja. Die sagen genau das, was du sagst. Genau. Jedes Haus ist anders, verfügt über ein eigenständiges Design. Richtig. Und im Service sind wir anders als Ibis die klassischen oder dann die ganz billigen Ibis Budgethäuser. Ja. Was erwiderst du dazu? Ich erwidere dazu, dass wir was ich zuletzt gesagt habe, so eine Entwicklung komplett begleite. Von der Schweiz aus, in der Schweiz, für Schweizer Investoren oder Schweizer Projektentwickler. Ihr seid in der Schweiz, habt einen Standort hier. Wir sind in der Schweiz. Also unser Service Center, nenne ich es immer gerne, ist in Zürich. Und von dort aus können wir auch in der Architektur oder in Bauphysik etc. können wir alles abdecken, wenn nicht über uns selbst, dann über unser Head Office in Köln. Ja, genau. Zwei Marken, die in der Schweiz, oder Firmen kann man ja sagen, in der Schweiz sehr stark sind. Die größte ist Accor mit fast ganz, nicht ganz 100 Häusern im Moment. Ja.
Dann aber auch Radisson hat einen gewissen Stellenwert, ja. Und so. Wenn ich dich fragen würde, oder ich frage dich ganz offen, worin unterscheidet sich Torrent von Radisson und solchen Playern am Markt, ganz konkret? Also wir, ein großer Punkt ist, dass wir unsere Marken selber betreiben. Ja. Ja, also wir haben zwar, wir sind Franchise-Partner offiziell der Dorint in Deutschland, also die Marken. Das wollte ich eben gerade fragen. Aber Franchising ist ja ein Thema, ein großes Thema. Genau, aber wir betreiben es selber. Also wir betreiben nicht noch andere Marken auch. Also wir konzentrieren uns auf uns, auf das, was wir sind, unsere DNA. Und das bringen wir rüber. Was ist die DNA von Dorint? Die DNA von Dorint ist, dass wir zeitgemäße Produkte haben. Ja. Ja, an nicht immer A-Standorten, sondern auch gerne B- und C-Standorte bedienen und der Gast und vor allem der Mitarbeiter bei uns im Fokus stehen. Also in jedem Dorint Hotel, wo man reinkommt, findet man diese richtige klassische Gastgeberrolle. Und diesen Full Service steht bei uns hoch auf der Liste, dass wir rüberbringen. Wenn ich dieses Faktenpapier anschaue, hier Essential by Dorint, Interlaken steht da und da lese ich Mitarbeiter 18. Ja. Da denke ich, mein Gott, Personalkosten unter 20%. Also du sagst, ihr legt wahnsinnig Wert auf Service, auf Mitarbeiter. Jetzt habt ihr hier aber nur 18 Mitarbeiter. Ja, das ist ohne die Reinigung, also das sind wirklich nur die operativen. Also das sind Gastgeber. Das sind Gastgeber, also. Genau. Ja. Und das Konzept hier ist ja, ich weiß nicht, hast du vorhin vielleicht noch nicht so gesehen, weil wir gerade die Eröffnungsparty vorbereiten, dass ein Mitarbeiter, der an der Rezeption ist, auch gerne mal das Bier ausschenken kann. Oder andersrum. Ah, ja, und wir beschränken uns im Essential jetzt hier in Interlaken auch wirklich nur auf Zimmer und Frühstück. Es ist eigentlich, wie man früher gesagt hat, ein Hotel gar nicht. Richtig, genau. Zimmer, Frühstück und eine Bar. Genau. Interlaken hat so viel Angebot an kulinarisches oder vielleicht auch nicht so kulinarisch, aber man kann die ganze Welt kann man essen in Interlaken, sage ich immer. Mhm. Und warum sollen wir das dann auch nochmal machen? Ja. Also man kann, wir haben so ein Open-Lobby-Konzept, nennen wir das, man kann einen Kaffee trinken, man kann das Apéro nehmen, man kann vielleicht etwas arbeiten und etwas Kleines essen, wenn man möchte. Ja. Genau. Ihr habt da zweifellos so etwas wie einen Businessplan. Und in diesem Businessplan stehen ja so schöne Dinge drin, Zahlen und so, was man da erreichen will in den nächsten Jahren und so. Ja. Sprecht ihr offen über Umsatz, über Finanzzahlen, RevPAR, GOP und solche Dinge? Oder ist das ein großes Geheimnis wie bei Privathoteliers? Ja, also wir werden nicht bis ins Detail weiter runtergehen, aber wir erwarten, also wenn wir von Belegungszahlen jetzt zum Beispiel alleine mal reden, erwarten wir doch eine Jahresauslastung, die über 70% sein muss hier in Interlaken. Aufs Jahr. 70, genau, ja. Also als Beispiel. Ist das nicht sehr ambitiös? Unser Hotel in Beatenberg macht 80% Auslastung, Jahresauslastung mit als Ganzjahresbetrieb auch noch. Und das ist ein Wellness-Hotel, oder nicht? Nicht ein klassisches Wellness-Hotel, nein. Also, nein. Was nein. ist es denn dann? Ferienhotel? Ferienhotel, ja. Es ist ein Apartment-Hotel, also wir haben da Apartments, die hotelmäßig benutzt werden dann. Also 70% Umsatz, kann man darüber reden oder ist das ein Geheimnis? Wir reden da um circa 6-7 Millionen Franken Umsatz im Jahr, ja, genau. Ja, das tut gut, jetzt gehen wir aber von Interlaken weg, wieder zur Schweiz. Ja. Nochmals, Expansion, Wachstum in der Schweiz. Warum die Schweiz? Warum ist die Schweiz bei euch so wichtig? Ja. Oder warum hat die so einen hohen Stellenwert? Ja. Dieses kleine Land, wo es ja nicht wenige Hotels gibt. Weil es wunderschön ist. Ja, nein. Also wir wissen alle, dass die Kettenhotellerie noch nicht so verbreitet ist in der Schweiz. Mhm. Wir sehen auch, das haben wir jetzt gerade in Bad Zurzach natürlich dann auch gemerkt, wenn dann mal die Nachfolge nicht mehr so geregelt ist, kann es interessant sein, gerade für unsere Marke, weil wir viel von solchen Häusern im Portfolio mit aufnehmen können. Mhm. Also dann kommen wir wieder auf den Punkt, standardisiert oder nicht standardisiert. Das macht es interessant für uns. Ja. Und da wir mit Sitz in der Schweiz, gut, die Agro-Hotel-Gesellschaft hat das ja auch, also haben wir auch im Grissier ihr Sitz, können wir es von hier aus machen. Die Nähe dann zum Hotelbesitzer oder zum Entwickler ist dann da. Mhm. Das macht es für uns interessant und für den Entwickler auch interessant. Ja. Mhm. Und wir sehen halt Potenzial, wenn wir alleine schon nach den ADRs gucken, die in der Schweiz nur noch eins der höchsten in Europa sind. Wir kennen ja unsere Benchmarks von Deutschland, da liegt das ein bisschen anders, darum ist es für uns auch interessant. Aber wir müssen immer schauen, dass wir das natürlich wirtschaftlich machen und darum ist Essential, wie du siehst, mit 18 Mitarbeitern dieses Hotel dann in den Umsatzgrößen führen zu können, macht es dann interessant. Franchising-Konzepte in der Schweiz gibt es keine. Nein. Ihr betreibt die Häuser selbst. Genau. Und dass ihr Konzepte rausgibt an irgendwelche Betreiber, ist auch kein Thema. Managementvertrag als Beispiel, Managementlösung. Also wir sind dabei, um zu gucken, wir haben ja die Mutter, die Helvetic Hotels und Resorts,
ob wir da in Zukunft mal schauen können, ob wir als White Label Hotels aufnehmen können. Wir müssen aber auch, da habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, wir müssen aufpassen im Wachstum, dass wir dann unsere eigenen Häuser nicht vernachlässigen. Ja, also es muss ja mitwachsen dann auch den Service, den wir als Dorint Schweiz bieten müssen. Aber die Trennung Betreiber, Immobilienbesitzer, Investor, die habt ihr auch. Ja. Das heißt, ihr seid eine reine Betreibergesellschaft. Richtig, genau. Und ihr habt keine Ambitionen, auch Immobilien zu besitzen. Nein. Es gibt ja Ketten. Genau, die Gruppen, mittlerweile anders denken. Ja, genau. Genau. Ja, ja, weil das ist die Wertschöpfung aus der Immobilie möchten und nicht nur aus dem Betrieb. Genau, genau. Da gibt es keine Pläne oder Ambitionen. Im Moment nicht. Nein. Dorint, heute 60 Hotels. Ja. Wie viele Mitarbeiter? Ich glaube 3.800 irgendwas. Ja, knapp 4.000. Dachraum ist der Schwerpunkt. Expansion nach Frankreich, Italien, England ist, glaube ich, kein Thema. Ist nicht angedacht, nein. Wir hatten das früher, also in den 90er, Anfangs 2000 Jahre waren wir sehr gut vertreten in Europa. Das haben wir dann mal abgelegt und wir tun uns jetzt wirklich auf die Dachregion konzentrieren, auf dem deutschsprachigen. Tessin ist für uns schon ein bisschen Herausforderung mit der Sprache. Aber vor allem in Österreich ist jetzt auch ein Fokus auf Expansion. Ja. Vielen herzlichen Dank, Rob, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Jetzt bin ich sehr gespannt, mal diese Räume anzuschauen in diesem brandneuen Hotel, kann man ja auch sagen. Es riecht ja noch neu. Jetzt gell? Dann eröffnet wird, offiziell in wenigen Stunden. Genau, um 17 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Richtig, vielen Dank für dieses Gespräch, liebe sehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war es hier aus dem Essential by Dorint hier in Interlaken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dankeschön.